Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jawcraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. In Minecraft ist doch einfach so ziemlich alles möglich und ja, man baut halt eine riesengroße Burg, Burgschloss und dahinter einen riesengroßen Zähler. Ich bin auf jeden Fall so neugierig, dass ich erkunden möchte, was hier abgeht. Willkommen in Folge 108 eurer Einsendung. Apollo 35C, der Name sagt mir was. Nee, Apollo 13, was? Ah, wie hieß nochmal Leute aus der Schule des Manitou von Bully Herbig, der Esel? Der hieß, glaube ich, nicht Apollo 35C, oder? Oder hieß er doch Apollo 35C? Auf jeden Fall, er hieß irgendwie Apollo. Naja, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Hat eingesendet, Schloss, Burg, Burg, Schloss. Okay, das Schloss Burg oder die Burg Schloss. In dieser Welt ist ein Marktstadt, ein Hafen und ein Bunker vorzufinden, gutes Deutsch. Es wurde viel mit Redstone gearbeitet, Chims und so weiter und so fort. Die Welt ist im stetigen Weiterbau, aber ich hoffe, das ist kein Problem, da es ja schon das ein oder andere zu erkunden gibt. Natürlich, und dann lasst uns mal gleich hier starten. Wir starten hier direkt vor dem Eingangsturm, aber hier erstmal geht es zum Hafen- und Bootverleih. Wir boosten uns mal hier entlang. Da ist der Bootverleih, da ist der Hafen. Lasst uns den Hafen begutachten. Es geht hier einmal zwei Brücken entlang auf diese kleine Sand-Dreck-Insel und wir befinden uns dann beim Hafen. Oh, wow. Ja, krass. Ja, krass ist nice. Mega. Mega. Das sieht gut aus. Boah, Wikinger-Schiff hier, richtig, oder? Oder vertue ich mich? Krass. Echt schön gearbeitet. Tolle Detailliebe. Finde ich toll. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Passt zu so einem Schloss. Da vorne scheint noch ein kleines Anwesen zu sein. Wir sneaken uns mal hier rüber. Wir mal sehen, was das ist. Was haben wir denn hier? Hier kann man sich hinsetzen. Ja, da ist ein unsichtbares Pferd drauf. Ah, fast. Ja, ungefähr. Passt. Nice. Grill. Es gibt immer genug Kohle. Oh. Oha. Oha, das ist mal ein cooler Grill, Leute. Das würde ich für zu Hause auch gerne haben. Ein Grill, der immer genug Kohle drin hat. Aber bitte nicht die schwarze Kohle, sondern die Papierkohle mit bedruckten Zahlen. Am liebsten so dann 500 und 200 und... Okay, wir haben hier ein paar Wawos. Hallo Wawo 1, hallo Wawo 2. Wir haben ein Zelt und das scheint die Art Villa-Besitzer zu sein. Na, andersrum, Besitzer-Villa zu sein. Mit einer zweiten Etage und einem Conference-Room. Tja, Leute, so sah es früher mal aus, als die Menschen noch in echten Conference-Room waren und nicht die ganze Zeit in Zoom-Meetings miteinander geredet haben. So, und oben nochmal ein Feld, wo man etwas Essen generieren kann. So, die Brücke ist schön gemacht, auch hier mit den Statuen kann ich mich nie drüber beklagen. Kroko wird sich freuen. Dann gehen wir mal hier herunter. Hier haben wir den Eingang zu dem Bootsverleih. Um das Boot abzugeben, bitte vor die Treppe fahren. Okay, dann geschieht nichts. Aussteigen, Tür öffnet sich automatisch. Achso, das ist quasi... Achso, das ist der Ausgang. Gut, dann... Hey, was? Wait. What? Ah, da muss man drücken, damit das Boot kommt. Okay, verstanden. Und wir können losrudern. Hui, nice. Achso, ich wollte gerade sagen. Die Fische... Fischis, was ist los mit euch? Irgendwie wollen die nicht. Ich hauche ihnen mal kurz neues Leben ein. Trotzdem wollen sie immer noch nicht. Was ist los mit den Fischen? What? Warum bewegen die sich nicht? Das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Irgendwie gefallen mir diese Fische nicht. Das ist Hexerei. Okay, gefällt mir nicht. Angelverleih. Angelhäuschen. Ich möchte erstmal mein Ruderboot zurückgeben, denn irgendwie sind diese Gewässer komisch und ich weiß nicht, was mit den Fischen los ist. Warum haben die keine Eier? Irgendwie sind die festgetackelt. Was zum Kuckuck ist mit den Fischen los? Habe ich No AI falsch geschrieben? Schreibt sich doch No AI oder so. No AI? Hey, was? Fischi, was ist los mit dir? Warum bewegst du dich nicht?
will wissen. Wo ist das Problem, Fisch? Kannst du mir erklären, wo dein Problem ist? Gib mir eben eine Minute zu gucken, ob was los ist mit den Dingern. Irgendwas gefällt mir ganz und gar nicht. Wo ist denn der No-AI-Tag? Hat das was damit zu tun? So ein Tropical Fish. Memories? Okay, er hat schlechte Gedanken. Hey, wie heißt denn No-AI? Gibt's gar nicht. Okay, warum bewegen die sich nicht? Leute, wenn mir das irgendjemand erklären kann, warum die sich nicht bewegen, keine Ahnung. Die haben Urlaub, wird gerade geschrieben. Okay. Ich mache mir Angst. Ich glaube nicht, dass das was. Oder die werden die ganze Zeit irgendwie von einem Command-Block beherrscht oder so. Hexerei, ganz übles Hexenwerk. Leute, lass uns die Burg uns mal angucken gehen. Öffnet sich das Ding, wenn Tag ist? Ja. Sehr geil. Aber es gibt noch eine Tür. Warum? Warum Jingle Bells? Nee, warum Klingelglöckchen? Warum Klingelglöckchen? Okay. Verstehe. Kling, kling, Glöckchen, kling. Das ist aus Kroko geklaut. Außerdem, du hast noch nicht mal die richtigen Harmonien verwendet. Du musst noch eine G, das werde ich jetzt nicht korrigieren. Das ist aus Kroko geklaut. Hast du es wegen jetzt nachgebaut und nicht reinkopiert? Weiß nicht, ist das kopiert? Ist das kopiert? Ich befürchte, das hast du hier reinkopiert, oder? Nein, das hast du nachgebaut, oder? Das hast du nachgebaut, okay. Okay, aber den falschen Harmonien hast du verwendet. Ärger dich. So. Man kann einen Schlüssel bei Nacht eingeben, um hier reinzukommen. Und das ist, glaube ich, dieser Marktplatz. Und das da oben scheint eine Art Tageszähler zu sein. Okay. Witzig gemacht. Zum Marktplatz. Burg, was ist das jetzt hier? Achso, hier sind die Marktstände. Man wird hier durch diesen Garten durchgepfleucht. Hier ist der Marktplatz. Ja, das ist cool gemacht. Aber gibt es auch einen Eingang in die eigentliche Burg? Nö. Nö, soweit nicht. Witzig gemacht. Dann gucken wir mal ganz kurz. Also. Time, set, night. Okay. Mach was. Zähler. Ja, nice. Okay, das ist schön. Was für einen Zähler verwenden wir hier? Wir verwenden den guten alten Sandzähler. Nice. Okay, das ist gut. Dann kann der Zähler auch relativ einfach resettet werden. Wo ist der Reset-Button denn für die Zähler? Gibt es denn einen Master-Reset-Button? Bestimmt, oder? Gucken wir mal ganz kurz, ob es hier irgendwelche Inputs und Out. Ah, hiermit alles auf Null gesetzt. Okay, machen. Ah, ist es ein schöner Zähler? Nein, es ist kein schöner Zähler, aber das ist auch nicht schlimm. Was ich machen würde immer, Leute, ist, ich würde immer, wenn diese Zahlen 0 sind, würde ich die auch ausblenden. Das heißt, ich würde immer eine 0 ausblenden, vorausgesetzt, links von ihr befindet sich keine Zahl, die größer als 1 ist, dann ist das ein bisschen schöner, das Ganze anzugucken. Dann hat man nicht diese ganzen Nullen vor etwas. So, aber die Fische, die regen mich echt gerade total auf. Irgendwas ist hier. Hier sind keine Armbrustnetze. Ich will das Geheimnis dieser Fische lüften, Leute. Es tut mir leid. Ich hab euch jetzt die Burg gezeigt und jetzt will ich wissen, was mit diesen Fischen los ist. Was ist mit den Fischen los? Warum bewegen die sich nicht? Da ist doch irgendwas schiefgegangen. Das verstehe ich nicht. Die haben keine Gedanken, die haben keine Hurt Times. Die sind weder unzerstörbar. Die haben eine Motion von 0. Vielleicht liegt es an der Motion. Hier unten schwimmen die ja. Vielleicht liegt es an der Motion. Vielleicht kann ich da was drehen, indem ich sie ein bisschen tiefer unter Wasser drücke. Indem ich den Fischen sage, geht unter Wasser. Die schwimmen immer noch nicht. Die wollen immer noch nicht schwimmen. Jetzt schwimmen sie. Okay. Jetzt schwimmen sie.
Nein, die schwimmen noch nicht. Was ist falsch mit denen? Ah, Hexerei. Nee, Leute, das ist mir zu viel Hexerei. Das ist mir zu... Ich will raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier, raus. Nein, mach das weg, mach das weg. Es tut mir leid. Ich will weg, ich will...